Tut mir sehr leid, Pater, aber den Wagen dürfen Sie hier nicht stehen lassen. Ich verspreche dir, es wird nicht lange dauern, mein Sohn. Ich muss nur für einen Augenblick in diesen Geldtempel hier. Luxurie causa et omnium victorium, Pater. Sankt Abela, der Bischof und Märtyrer, sagte... Okay, Pater, aber dann ziehen Sie den Wagen ein Stück vor. Kommen Sie her, Pater, Sie können Ihren Wagen hier abstellen. Wir wollen gerade wegfahren. Danke, mein Sohn. Der Herr im Himmel wird euch eure Liebenswürdigkeit vergelten. Hey! Eine Transaktion scheint mir die Möglichkeiten unseres Bankhauses zu übersteigen. Das Hauptproblem ist natürlich die Beschaffung des Kapitals. Und das kann ich mir denken. Doch ich hoffe, ich werde Ihnen das notwendige Kapital auf den Tisch legen können. Ich bin nämlich gerade dabei, ein Geschäft abzuwickeln. Das verspricht reiche Ernte. Friede sei mit euch. Guten Tag, Pater. Ich habe hier zwei 10-Dollar-Scheine. Ich möchte sie gerne in Centstücke gewechselt haben. Hey, da draußen muss irgendwas passiert sein! Stehen bleiben! Sonst passiert hier drin was. Einen Moment bitte. Ich möchte nur mal nachsehen, was der Lärm da draußen zu bedeuten hat. Oh, da brennt's ja direkt. Was soll das? Ich hab... Oh, gar nichts. Ich bin jetzt nur gerade dabei, unser Kapital zu besorgen, Direktorchen. Ah! Überlegt genau, was ihr tut. Die Gewalt ist böse und Gott richtet über die guten und die schlechten Taten. Er sieht alles. Wie schön für ihn. Hier gibt's gleich eine Menge zu sehen. Rüber. Hör auf mich, mein Sohn. Das fünfte Gebot heißt, du sollst dich töten. Und das 15. Gebot heißt, du sollst die Fresse halten. Wird euch strafen. Ihr habt das heilige Gewand beleidigt. Doch ich flehe euch an, tötet mich und nicht diese unschuldigen Menschen. Wenn du nicht endlich aufhörst zu predigen, dann klebe ich dir das Maul zu und leg dich als Kleingeld in die Wechselkasse. Gib Küsschen, die Vorstellung ist beendet. Und Sie, Pater, grüßen Sie den lieben Gott. Sohn, nicht. Du bringst uns alle in Gefahr. Handle jetzt nicht unbedacht, sonst werden wir womöglich zu guter Letzt das Opfer deiner Unvorsichtigkeit. Ja.
Gottes Zorn hat diese Stadt der Sünde heimgesucht. Doch ihr dürft nicht verzweifeln. Ihr solltet Gott dafür danken. Er hat euch damit auf den Weg der Reue geführt und euch so seine Gnade bewiesen. Die Bank ist ausgeraubt worden. Man hat ihn direkt in der Stadt. Das ist die Strafe Gottes, meine Brüder. Beeilt euch! Oh! Oh! Hey. Ja. Was? Ich fürchte, Bruder, für diese Tat wirst du kaum in den Himmel kommen. Amen. Also dann, das wäre erstmal erledigt. Wir müssen uns jetzt trennen. In 5 Tagen sehen wir uns in Portland. Django. Hallo, Jim. Hey, Katie. Du wirst von Tag zu Tag schnuckliger. Guten Tag, Mrs. Howard. Na, wie ist es? Habe ich noch Kredit? Mein Tank ist schon seit 2 Stunden leer und verdursten ist ein hartes Schicksal. Du schuldest mir schon $34. Ach, was sind für Sie schon $34? Ich warne Sie, Mrs. Howard, Sie bringen mich noch so weit, dass ich anfange zu arbeiten. Wie ist es? Könntest du mir nicht $1 pumpen? Ich befürchte, du wirst wirklich noch arbeiten müssen. Ich danke. Arbeiten ist nichts für deinen Bruder. Nein, nein. Ich brauche das Wort nur zu hören und schon werden die Glieder lahm. Für mich ist die Endstation. Lass gut, Django. Ich hab gewonnen. Ja, ja. Aber du wirst sehen, das nächste Spiel ist meins. Na, wie geht's, Hallo. Django? Mach schon. Spiel weiter. Ich bin erst dran. Na, dann spiel doch. Na, kleiner Feger. Ah, gibt's aufregende Neuigkeiten? Mal sehen. Könnte sein, dass der Rum von jetzt ab gratis ausgeschenkt wird. Der Richter des Bezirks Monroe setzt eine Belohnung von $3000 aus für denjenigen, der Angaben macht, die zur Ergreifung derjenigen führen, die für den Raubüberfall auf die Bank von Middletown verantwortlich sind. Ei weh, so ein geschraubtes Amtsgedicht. Hut ab, alles was recht ist. Die Burschen haben mächtig hingelangt. Bisschen Grips, dazu gute Nerven und schon haben sie 500.000. Und sowas in ein paar Minuten. Kinder, $500.000 im Geldtäschchen, das klingelt. Tja, damit ist man doch gleich wer. Und Kies macht müde Mädchen munter. Dann solltest du vielleicht auch mal so dein Glück versuchen. Keine üble Idee, mit so viel Kohlen könnte ich sogar dich kaufen. Ich habe plötzlich so einen Gestank von Schweinestall im Riecher. Woher kommt das? Das wird daran liegen, dass du 3 Wochen bei einer alten Sau gelegen hast. Bums, da fiel die Lampe um. Na, das lässt sich ändern. Zuerst werde ich dir mal deine Visage... Ja, ja. Meine Visage polieren. Na, dann polier mal. Hoffentlich hast du auch einen kräftigen Polierer. Da ist er schon. Ja. Zu lasch. Gib's ihm. Ran, geh richtig ran. Halt, halt. Was ist denn?
Sieh mal. Ist das hier Poorland? Jawohl, Poorland. Konntest du nichts Besseres aussuchen als dieses langweilige Nest hier? Oh, glaube mir, Schwester, wenn wir uns hier eingenistet haben, wird es bald nicht mehr langweilig sein. Was hat denn das zu bedeuten? Friede sei mit euch, meine Brüder, Friede sei mit euch. Kommt her, kommt und begrüßt den heiligen Abela. Hey, wir sind noch nicht zu Ende. Na los. Ja, ja, gleich. Zucker, die kleine Betschwester, hm? Seid vorsichtig, Brüder, bitte vorsichtig, damit er nicht beschädigt wird. Langsam, ja, so. Na, nicht doch, sonst fällt er ja noch um. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. So, ja, das ist sehr gut. Also, vor euch, meine lieben Brüder und Schwestern, seht ihr den heiligen Abela. Er soll hier bei euch im Poorland stehen. Sankt Abela, der Freund und Beschützer der frommen, einfachen, bescheidenen Leute. Wir haben ihn hierher gebracht, denn hier herrscht Friede und Eintracht. Immer noch zu lasch? Danke, Amigo. Rum ist ein gutes Poliermittel. Nur ein kurzer Mandelbeizer. Brauchst du wohl schon eine Stärkung, denkst du? Da ist rum in den Knochen, ha? Na weiter! Diese Müde! Ja, noch mehr Körner! Nicht so vorne! Hey, Wirtschaft! Danke! Nichts auf den Zuschlagen! Ich setze 20 Mücken auf Django! Hey, 20 dagegen! Abwärts! Nein, nein, trinken Gift. Gestatten? Heißen Dank, Gevatter. Feine Manieren. Wenn du seinen nicht Becher leerst, hast du nachzuschenken, Kleiner. Genug geflirtet. Hier bin ich, Kleiner. Da kommt der Zahnbogen geflogen. Der Nächste, bitte! Ah, Hoppal! Ich wasche nachher auch das Geschirr. Hallo? Hallo? Suchst du Pilze da unten? Luko? Nochmal 10 Dollar auf Mike. Okay. Na los, los! Nicht so schnell! Wir wollen nicht sehen, dass er muss. Alter! Lass ihn mal! Papa, da, was ist denn? Bist du fertig? Du musst doch nicht da sein, du Laber! Ich bin müde! Na, da komm ich nicht hoch. Ja, weiter! Weiter, Mann! Na, dann Prost! Gieß mir noch einen für Django ein. Beeil dich, ich mag's schon. Das macht einen schlanken Fuß. Ja, auf Platz. Zur Sache, Schätzchen. Der beste Platz ist... Nettes Programm heute. Nachbarin, euer Täschchen. Hier, deine Wegzehrung. Na los, weiter, Mann. Ab geht die Post. Hey, hopp! Ich bleib die Beine. Ja. Ich sag, das darf doch ja auch Django. Oh, Vorsicht, frisch gebohnert. Psst. Wer hat angefangen? Womit denn? Dann erzähl mir bloß noch, hier drin haben sie Murmeln gespielt. So, Django, jetzt habe ich's aber endgültig satt. Man wird sich doch noch die Freizeit gestalten dürfen, Bruder. Die Freizeitgestaltung ist saufen und prügeln. Du musst nicht mich jemand verwechseln. Stimmt, Django hat nur Milch getrunken von glücklichen Kühen. Wann hat jemand die Kühe mit rumgesäugt? Na komm. Hm.
schöner Bruder. Ein Stiefbruder bist du. Du bist ja selbst schuld, Kleiner. Glaubst du etwa, mir macht das Spaß? Dieser halbstarke Ire kommt wieder ungeschoren davon. Warum buchtest du den nicht gleich mit ein? Ich hab eben Familiensinn. Mein Bruder kommt immer zuerst. Ach, armer Vater. Hättest du deinen Erstgeborenen nicht was Anständiges werden lassen können? Bitte nach ihm, lieber Sheriff. Nun reit schon rein. Tritt ein, bring Glück herein. Na dann, träum was Hübsches. Ja. Scheiß Verwandtschaft. Grüß dich, Sheriff. Grüß dich. Ich möchte ein Zimmer haben, mit genau so einer hübschen Aussicht. Die Aussicht kannst du von mir kriegen, direkt vor die Nase. Hey, Komiker gibt's hier also auch. Ich drücke auch gerne die Karte. Na los, lass sehen. Bei uns hier in Poolland haben wir eine goldene Spielregel. Gepokert wird ohne Bleipuste. Mit dem Verstehen hapert's wohl bei Ihnen. Wer bei uns Poker will, muss eine Waffe an der Theke abgeben. Wir wimmeln es ja von Komikern. Nicht quatschen, abgeben. Erstens gefällt mir deine Spreche nicht und zweitens... Los, runter mit dem Gürtel. Aber gewiss doch, Sheriff. So in einer Lappalie fange ich mir noch keine Blumenkohlohren ein. Ab raus hier. Na, mach schon. Wenn Sie hier zu allen Fremden so sind, werden Sie wohl wenig Touristen kriegen. Schwingst du dich aufs Pferd und verschwindest. Für Radau, Bruder, haben wir nichts übrig. Den Sheriff angreifen, dafür hättest du mehr verdient. Ich werde Ihnen auch beweisen, dass ich ein dankbares Kerlchen bin. Ich lutsche davon auch einen Schluck. Oder bist du etwa ein Egoist? Klar, selber saufen macht fett. Eidethaus.
Du willst wohl, dass ich mir die Pulle abschneide, hm? Oh, eigentlich nicht. Mit dem Messer rumfuchteln ist gefährlich. Man schneidet sich damit so leicht. Und pieken tut's auch. Hallo, Asa. Ach, Sie, Senor David? Ich muss mit dir reden. Treten Sie ein. Wir waren noch erst für morgen verabredet, Senor. Ist was passiert? Nein, aber Jared lässt dir bestellen, dass wir dich nicht mehr brauchen. Den Weg nach Portland kannst du dir also sparen. $200. Für dich. Ist doch merkwürdig. Sie geben mir 200 und dafür darf ich faulenzen, obwohl Sie einen Führer brauchen? Und wie finden Sie durch die Wüste ohne mich? Zerbricht ja nicht unseren Kopf. Das ist unser Bier. Ich dachte nur, weil nach dem Überfall auf die Bank alle Straßen überwacht werden. Sie können doch nur durch die Wüste rauskommen. Ich weiß nichts von einem Überfall auf eine Bank. Diesen Beutel kriegst du fürs Nichtstun. Also wirst du auch nichts tun, Idiot. Verstanden? Schön. Tue ich ihm nichts. Eins kapiere ich nicht. Senor Jared hat mir 1000 versprochen, aber Sie bringen mir nur 200. Wie kommt das? Ist doch genug. Falls wir dich doch noch brauchen, kriegst du den Rest. Sie können mich nicht für dumm verkaufen. Gib doch Acht, mein Kind. Entschuldigen Sie vielmals, Pater. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Das weiß ich doch, meine Tochter. Ach, zum Glück habe ich ja nicht viel abbekommen. So, jetzt... ist ja schon gut. Wie ist denn dein lieber Name? Ach, Katie O'Brien. Ich arbeite bei Mrs. Howard. Mrs. Howard? Die brave Mrs. Howard. ja, Friede sei mit dir, meine Tochter. Oh.
Ich möchte dich nie wieder bei uns sehen. Ja, das heißt, unser selbstgestrickter frommer Bruder ist auch schon hier. Achtung, dort drüben steht der Sheriff. Ja, ja, schon gesehen. Sheriff, ich glaube, die Kirche bedarf wirklich einer baldigen Ausbesserung. Meinen Sie nicht? Doch, das meine ich auch, Pater. Tja, ich werde also dann gehen. Sheriff, ich bin Thomas Clay. Das sind meine Männer. Wir sind auf der Durchreise. Was ist denn? Ein Doppelstück in Whisky. Für den Sheriff. Thomas Clay? Ja, ich habe Vieh verkauft, oben im Norden. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg zu meiner Ranch. Marschiert bei euch der Whisky immer so langsam? So. Hier ist das Wasser. Stellen Sie sich vor, dieser Idiot ist von seinem Pferd getreten worden. Ach, und das Pferd hatte wohl Kaliber 45. Sie scheinen ein scharfes Auge zu haben, Sheriff. Sieht ein bisschen zu scharf. Dann möchte ich Ihnen einen Tipp geben, seien Sie nicht zu neugierig, Mr. Scharfauge. Das ist gesünder für Sie und für die anderen hier im Nest. Netter Zug von Ihnen, dass Sie so um uns besorgt sind, Mr. Thomas Clay. Ja. Martin, da ist... Gib das durch. Wollen Sie mir ein Glückwunsch-Telegramm schicken, Sheriff? Du bist ja noch nicht verschwunden. Du hast wohl ein reichlich dickes Fell. Ich bin eben ein dankbares Kerlchen, hatte ich Ihnen doch gesagt, Sheriff. Und das wollte ich Ihnen nur beweisen. Übrigens, der Telegrafist hat heute Pause. Du wirst jetzt sofort aufstehen. Banditen! Banditen! Die Bankräuber von Middletown sind hier! Sie haben mich angeschossen! Sie sind im Saloon! Holt eure Gewehre, Leute! Hey, geht um, Simon! Nein! Nein! Sag mal, du bist wohl wahnsinnig! Wir hatten ausdrücklich ausgemacht, kein Blut vergießen. Der Sheriff hatte uns aber erkannt. Er wollte telegrafieren. Ich hab was gegen Mörder, Jared. Merkt ihr das? Na und? Wenn du wüsstest, wie egal mir das ist. So, Ende der Vorstellung. Und jetzt macht, dass ihr in eure Häuser kommt. Na los, sonst gibt's eine Gesellschaftsreise ins Jenseits. Schlaft nicht ein! Oder ich mach euch Beine! So lange wirst du sie aber kaum in Schach halten können. Ist ja auch gar nicht nötig, ne? Solange bis unser Indio hier ist und dann nichts wie ab.
Ich muss den Eingang bestätigen. Na dann los. Du wirst nur zurücktelegrafieren. Okay. Na, lies doch schon. Na, worauf wartest du denn noch? Gib doch dem Sheriff die Nachricht. Ich finde das gar nicht so komisch. Sie werden jetzt die ganze Gegend nach uns durchkämmen und... Und weil sie uns ja dort nirgends finden werden, wirst du sie schon sehr bald hier begrüßen können. An den Sheriff von Poorland. Melden Sie jeden Fremden, der in die Stadt kommt. Bis Sie alles durchgekämmt haben, sind wir längst in Mexiko. Jetzt werden wir... Leg dir das um. Diesen Bock platzen sonst die Pupillen. Nimm mal die Tür von draußen an. Von mir aus sollen Sie ruhig kommen. Sobald der Indio hier auftaucht, machen wir uns auf der Stelle, denn... Aber inzwischen weiß doch jeder in Poorland, dass wir nach Mexiko wollen. Wie kommst du darauf? Weil deine Männer immerzu davon reden. Ob jemand zuhört oder nicht. Das kratzt mich wenig. Hier gibt's bald niemanden mehr, Schätzchen. Das ganze Poorland wird's bald nicht mehr geben. Matt! Ja? Reit mal rüber zum Fluss und schleif diesen Hund von Inyo her. Sag ihm, wir können nicht länger warten. Falls du ihn am Fluss nicht finden kannst, such ihn in Pueblo Rocco. Ob in Pueblo Rocco oder in der Hölle. Ich finde den Mistkerl schon. Verlass dich drauf. Wieso schafft ihr ihn da nicht weg? Der liegt da genau richtig. Eine bessere Abschreckung gibt es gar nicht. Lass mich doch raus. Nein, du bist da sehr gut aufgehoben. Wozu denn? Ich bin doch aus eurer Zunft. Du aus unserer Zunft? Bist wohl scharf auf lockere Zähne. Mit Pferdedieben haben wir nichts zu schaffen. Oh, Hilfe! Hilfe! Oh, oh. Hilf mir doch! Genug jetzt hier. Lasst sie. Ihr denkt wohl, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Wenn ihr das Mädchen anfasst, knallt's. Ach nein. Unser Betbruder macht plötzlich auf Mr. Großlippe. Ihr sollt sie laufen lassen. Da hinten kommen zwei Kerle angeritten. Gehen Sie ruhig. Alles okay. Es ist Black Jack und Davis.
der Cold Mines sind wir mit einer Patrouille zusammengeraten. Wir haben sie alle gemacht. Aber der Letzte konnte Davis eins in den Schädel verpassen. Wann kommt denn endlich der Indio? Ich nehme an, er kommt morgen. Morgen. Und wenn wir ihn morgen auch nicht zu sehen kriegen, was machst du dann? Was erzähle ich dir dann morgen? Ihm vielleicht, aber nicht mir. Mir stinkt diese Rattenfalle hier nämlich. Du spuckst jetzt hübsch meinen Anteil aus. Und zwar gleich. Das Gold wird erst aufgeteilt, wenn wir alle in Mexiko sind. So war es abgemacht. Es war auch abgemacht, dass dieser Indio uns durch die Wüste führt, aber er ist nicht zu sehen. Ich habe auch wenig Lust, hier Schwarte anzusetzen. Mir duftet hier so sehr nach Friedhof. Deine Nase scheint außerordentlich empfindlich zu sein. Wenn du willst, stopfe ich sie dir. Ich finde, Jared hat recht. Unsere fette Goldgans darf noch nicht zerlegt werden. Wenn einer von uns hier hopp genommen wird und vielleicht zu plaudern anfängt, na dann gute Nacht. Nein, uns bleibt nur eins. Keine nassen Hosen kriegen. Und abwarten, bis unser Indio hier ist. Kassensturz machen wir in Mexiko. Na, seht ihr? Endlich haben wir beide mal die gleiche Idee. Ja, aber das hier will ich lieber allein machen. Haben die dich etwa rausgelassen? Rausgelassen, so sehen die gerade aus. Ich will versuchen, nach Fort Adams durchzukommen und Hilfe zu holen. Willst du mit? Zu zweit hätten wir mehr Chancen. Nein, nein, ich bleibe hier. Ich muss selber abrechnen mit diesem Pack. Du wirst es nie allein schaffen, Django. Wenn wir beide Fort Adams benachrichtigen, werden die für deinen Bruder bezahlen, und zwar alle. In Martins Stall stehen zwei Pferde. Ich komme gleich hin. Du wartest da auf mich. Nimm ein Schießeisen. Vielleicht brauchst du's.
Oh, David, lass uns von hier weggehen. Ich halte das Versteckspiel nicht länger aus. Ich will weg. Ruhe, ich habe nur noch etwas Geduld. Aber morgen, wenn dieser Indio kommt, ist es zu spät. Jared muss wahnsinnig geworden sein. Er will ganz Purland in den Brand stecken und alle hier umbringen. Wir müssen schnell weg hier. Lässt dir aber ganz schön die Hosen ausziehen, Chef. Ja, ich habe ihm Glück in der Liebe. Dabei werden dir deine Hosen sowieso im Wege. Aber neues. Ich habe solche Angst. Warum willst du nicht weg? Pass auf. Würdest du mich mit anderen Frauen teilen? Nein, niemals. Weil du mich liebst. Siehst du? Und ich liebe das Gold. Mehr als mich. Nein, aber mindestens genauso wie dich. Und das möchte ich auch mit keinem teilen. Und schon gar nicht mit Jared. Du darfst auf gar keinen Fall rumballern. Danach schnappen wir uns das Gold. Okay. Hey, Smoley, komm ein bisschen runter von deinem Holzross. Wir hauen uns eine Zigarre zwischen die Lippen. Hört sich gut an. Scheiß Job, dieses Nachteule-Spielen. Von dem ewigen Ausgucken habe ich schon ganz steife Pupillen. Gute Nacht. Hallo, Girls. Nein, nicht mit der Puste. Eine Faust wäscht die andere. Doch still. Nun, Huckepack! Nicht doch das schöne Brennholz. Der nächste Winter kommt bestimmt. Wer kann sie umgelegt haben? Das bin ich gewesen, Jared. Sie wollten sich das Gold schnappen und verduften. Dreckskerle. Gut gemacht, David. Ach du, Mark, was war denn da draußen los? Es ist schiefgegangen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Wahrscheinlich haben sie Django erwischt. Django? Erledigt. Zwei von uns habe ich für immer bei Gevatter Hein einquartiert. Diese Schlauberger wollten sich die Goldkollerchen einstecken, ohne mit den Spielkameraden zu teilen. Kein schöner Zug von den beiden, findest du nicht?
Naja, wenn die Maus am Speck knabbert, kommt der Kater und frisst die Maus und den Speck. Die armen Mäuschen. Nicht mal zum Knabbern sind die beiden gekommen. Und statt Speck habe ich sie Gras fressen lassen. Mir will es nicht ins Köpfchen, ein Mönch, der zu Django beichten kommt. So eine Geschichte kann ich jedoch keinem erzählen. Die kauft mir keiner ab. Ebenso wie mir keiner glaubt, dass Django durch Wände spaziert. Bei jeder Wand klappt's vielleicht nicht, aber hier, in dieser Absteige, scheinst du das schon öfter praktiziert zu haben. Naja, was soll's. Wer glaubt mir schon, dass du durch Knasttapeten wandern kannst? Niemand. Bist du denn eigentlich ein großer Geschichtenerzähler? Eigentlich ja, aber im Augenblick bin ich ein bisschen maulfaul. Ach nein, wieso denn? Na, weil ich unter meinen Freunden noch ein paar von der Sorte hab, wie die... Die zwei, die vorhin für immer schlafen gegangen sind. Alles Mistkerle, hm? Einer verscheuert den anderen für einen Apfel und ein Ei. Aber ihr habt einen Halunken darunter, der legt sich die Suse vom Chef in die Scheune und raschelt mit ihr im Stroh. Der Schelm. Und bist du einer, der gern solche Geschichten rumerzählt? Tratschst du? Eigentlich ja. Aber im Augenblick bin ich auch maulfaul. Ich weiß aber nicht, wie lange meine Maulfaulheit anhält. Ja. Halte den Hund fest. Du bleibst hier. Jetzt wird's gehen. Viel Glück. Danke. Viel Glück, mein Junge. Ja. Ja. Und noch eine Schnur. So. Kannst du schön dauern. Ja. Na, so, noch ein kleines Schleifchen. Ja. Gut. Du bist anscheinend einer von den Superschlauen. Wolltest ein bisschen Luftveränderung, oder gefällt dir Poland nicht mehr? Dabei haben wir uns doch einiges einfallen lassen, um das Kaff attraktiver zu machen. Oder nicht?
Wir haben euch einen Mönch verschafft und eine Heiligenstatue. Und als nächste Attraktion wird Poulin einen Glöckner kriegen. Na, wie findet ihr das? Schmeiß die Eimer weg, Täubchen, und pfeif auf dieses lausige Drecknest. Komm mit mir nach Mexiko. Da wartet ein Haufen Geld auf uns. Gut. Hast du die roten Haare überall? Pfeiflich, du Drecksköter. Weg! Sonst spann ich dir eins auf den Pelz. Hau ab! Stille. Weg hier! Schlag dich tot! Los! Und der Indio? Wo ist Jared? Der muss oben sein. Komm mit. Gar nicht, dieser Indio muss doch irgendwo zu finden sein. Der lässt sich nie die Taus... Bleibst schön hier. Du kannst ihnen jetzt doch nicht helfen. Sollen wir beide etwa so lange warten, bis sie sie abschlachten? Jared lässt sie nicht abschlachten, weil sie ihm als Geiseln viel nützlicher sind. Los, unter das Sofa.
los, sonst blase ich dir Dampf in den Hintern. Verzieh dich in deinen Stall. Schluss jetzt. Irgendwer von euch hat sich vorgenommen, hier das tapfere Schneiderlein zu spielen. Wenn dieser Witzbold nicht endlich aufhört, lasse ich euch alle auspusten. Alle! Und jetzt ab, husch ins Nestchen. Also los, rein in die gute Stube. Hopp, hopp, das Wandern ist des Müllers Lust. Los! Das war eine gute Idee, Gerard. Ja, aber das ist nur der Anfang gewesen. Eine müde Trauergemeinde seid ihr. Ich soll euch wohl mit ein paar Bleimurmeln aufmöbeln. Hey, du hinterlässige Sau! Was war hier los? Der Hund wollte uns reinlegen. So, und dann musstest du ihn gleich erledigen. Fett für drei und dämlich für sechs. Wer antwortet denn jetzt, wenn der Telegraph tickt? Na los, das kannst du uns doch sicher sagen. Oh, das lernst du schnell im Kurzlehrgang, du Kleinhirn. Guck mal durch die Gardine. Na, wie ist es? Komm raus, wir genehmigen uns einen. Rauskommen? Wie denn? Denkst du, ich hab einen Schlüssel? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich kann ja mal Jenny fragen. Du wirst Jenny schön aus dem Spiel lassen. Sonst bestell dir einen Sarg, Kindergröße. Viel haben sie von dir noch nicht mehr reinzulegen. Ja, ja. Hier werde ich gleich die Fenster zunageln. Nicht mal gucken darf man mehr. Und nochmal 20. Zapf deine Quelle wieder an. Ich werde auch noch einen nehmen. Tja, da flattern die Kiemen, hm? Lass mich in Ruhe. Ich wirst aber einen anderen strammen Happen für dich, diesen Rotfuchs. Damit erzählst du mir nicht viel Neues. Sie ist mir in diesem Kaff als Erste aufgefallen. Ich glaube, sie ist ein Eisberg. Ach wo, da irrst du dich. Das Häschen fällt doch sofort um. Da muss nur ein richtiger Mann her. Einer wie ich vielleicht, was? Genau. Sie ist im Augenblick, glaube ich, allein. Versuch doch mal dein Glück. Versuchen? Da ist nichts zu versuchen, Amigo. Das ist so gut wie gelaufen. Ja. Wetten? Na dann. Na los. Hast du noch $5 zum Wetten, Smoley? Sogar ganze 10. Nein, ich sagte nur 5. Die wette ich drauf, dass ich den Eisberg mit den roten Haaren schaffe. Deine 5 habe ich schon in der Tasche. Senorita, ich fliege schon. Damit Sie auch wissen, wem Sie Ihr Vergnügen verdanken, darf ich mich vorstellen. Gennaro Luis de Valencia, Icarta. Miss Eisberg, ich bin gekommen, um Sie zum Schmelzen zu bringen. Was glaubst du, wer hier Bum-Bum macht? Das bin ich, der heiße Gennaro. Aufmachen! Auf die Plätze, fertig! Guten Abend, reizendes Vögelchen. Außer ab, du stinkt hier. Aber wieso denn, kleines Rotschöpfchen? Ich hau nicht ab. Ich denk nicht an. Komm, Zuckerstückchen, nimm mich ganz schnell zur Brust. Komm, Rotfuchs, lass mich dein Gänschen sein. Komm und stiehl mich. Gänschen klein ging allein zu dem roten Füchselein. Jenny, komm her. Hey, wo bist du? Hier bin ich, dein Mann, das unbekannte Wesen. Da bist du. Denkst du, ich seh dich nicht? Ich seh dich ganz genau.
Komm, Eisberg, hier ist ein Vulkan. Er kocht schon die Lava. So viel Dampf im Pfötchen hätte ich niemals geglaubt, Kätzchen. Ich habe es ganz gerne, wenn ich vorher den Krallen zu sehen kriege. Zeig her, ihr lieben Tierchen, ich werde sie dir gleich abwetzen. Na los doch, nicht so ängstlich! Die Krallen kenne ich jetzt. Liebesspiel. Und nun bist du müde. Scheint kurz, aber heftig gewesen zu sein. Ich hab was gegen deine dreckige Lache. Klettermaxe, hm? So ist das also. Das erklärt wohl einiges. Kluges Kind. Du wirst es zwar nicht glauben, aber ich wollte hier oben auf die Postkutsche warten. Runter. Fassadenkletterei ist eine Branche ohne Zukunft. Ab ins Körbchen. Du tauchst doch immer genau im richtigen Moment auf. Ich habe ja auf dich gewartet. Und zwar aus zwei Gründen. Erstmal wollte ich wissen, durch welches Loch du dauernd aus deiner Hütte kriegst. Und nun weiß ich's. Das ist erstmal Nummer eins. Und der andere Grund? Nicht hier. Ich habe ein Geschäft für dich, bei dem 10.000 Scheinchen lachen. Mülleichen, das muss ja kochendes Blei sein, wenn du so viel bietest. Ich muss mir die ganze Revolverriege vom Hals schaffen, bevor die mich in die kalte Küche legen. Und du sollst mir dabei helfen. Einverstanden? Hübsche Einfälle hast du. Aber ich habe dasselbe vor, nur dass du bei mir auch auf der Liste stehst. Denn diese Abschussliste ist die Rechnung für meinen Bruder. Nein, Django. Deinen Bruder haben die anderen auf dem Gewissen. Ich habe damit nichts zu tun. Weißt du eigentlich, was Jared mit den Einwohnern von Pullend vorhat? Ich habe davon gehört. Sagen wir doch 15.000, dann radiere ich deinen Namen aus. Nee? Okay. Dann radier mal. Was denn, nicht mal ein Handkuss? Damit du keinen Bandscheibenschaden kriegst. Punkt, Punkt, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Morsezeichen müsste man kennen. Irgendwann werden die mal nachgucken kommen, warum hier nie einer antwortet. So was Hinterhältiges. Endgültig angeschissen. Aufhören! Hör auf zu hämmern, du verlauster Buntspecht! Wenn ich rauskomme, nagel ich dir den Hintern zu. So ein Scheinheiler pfeift sich eins und nagelt uns den Notausgang zu.
sitzen wir in der Falle. Dieser Hund hat endgültig dicht gemacht. Tony hat sich heute Nacht also auf die feine Englische empfohlen. Und wenn sich einer so auf diese Art verdrückt, wird er es bestimmt nicht mit leeren Händen getan haben. Unser Gold. Was ist Tony hier? Tony! Tony! Jetzt werde ich hier endlich mal Staub wischen. Die Männer von Poolen sind alle fein säuberlich im Schuppen verpackt. Und ihr wollt mir doch nicht einreden, dass einer von da aus Tony das Messer in den Rücken gerammt hat. Und wer Tony aufgeschnitten hat, der hat auch unser Gold aus dem Holzheiligen gekratzt. Und der ist unter euch. Wieso sagst du nicht unter uns? Denn vielleicht hast du dir das Gold geholt. Sheriff! Was ist denn los? Da reitet ein Haufen Leute an. Es sind mindestens 20. Und die wollen hierher? Aber ja, die haben wir spätestens in einer Stunde hier. In einer Stunde? Da können wir uns ja noch was ausdenken. Na, dann denk mal schön. Schön weiter fromm und artig auf Trauerverein machen, verstanden? Sonst gewöhnen wir euren Männern das Atmen ab. Sei einfach. Willst du etwa, dass sie uns alle erschießen? Jenny! Hey! Komm her! Schnell! Besorg mir so ein Ding. Pater? Nein, danke. Ich darf nicht, Sheriff. So will es das Gelübde. So eine Spielregel würde ich nicht einhalten können. Wir haben uns gewundert, dass der Telegraf hier nicht mehr geantwortet hat. Da wollten wir mal nach dem Rechten sehen. Ah, ja. Der arme Telegrafist. Tja. Anatol war herzkrank. Und nun haben wir ihn zu Grabe getragen, gerade als Sie angekommen sind. Hallo, Sheriff. Guten Tag. Ich bin Martin Cooney. Willkommen in Poland. Nett, Sie mal kennenzulernen. Ich bin Roy Norman aus El Paso. Das habe ich mir fast gedacht. Fein. Zur Beerdigung von Anatol habe ich es leider nicht mehr geschafft. Aber ich wollte wenigstens noch ein Schlückchen auf ihn trinken. Also auf Anatol, unseren Telegrafisten, und darauf, dass Sie und Ihre Männer Erfolg haben. Bravo, Sheriff. Der Trinkspruch gefällt mir. Danke fürs Fläschchen, Mr. Clay. Tja, ich schätze, Sie, Norman, und Ihre Männer sind bestimmt hinter dieser Saubande her. Ich glaube kaum, dass die uns auch besuchen. Aber falls Sie Karotten im Gehirn haben sollten und es doch wagen, werden Sie sich eine Bleientzündung holen. So ist es doch, Leute. Hoffentlich. Wir wollen vor Anbruch danach den Kläten sein. Also reiten wir langsam, Kollege. Nicht vor Hast verschlucken.
Aber Mr. Clay wird sich Ihnen anschließen, Mr. Clay und seine Männer. Sie brennen richtig darauf, dieses Ungeziefer auszutilgen. Bessere Kammerjäger können Sie gar nicht kriegen. Stimmt's, Mr. Clay? Stimmt genau, Sheriff. Aber vielleicht ist Sheriff Norman schon vollzählig. Ja, aber man kann nie genug Männer haben. Ich nehme Ihr Angebot dankend an. Gern geschehen. Nur Mut, Freunde. Der Herr wird euch schützen. Es geht um eine gerechte und heilige Sache. Auch für dich, mein Sohn. Und wenn die Bande inzwischen herkommt? Ich bin ja im Poorland. Und der Sheriff. Und der heilige Abelard wird außerdem seine Hand über uns halten. Ja, ja, unser heiliger Abelard. Erfolgreiche Hasenjagd, Sheriff. Danke. Gott beschütze Sie, Mr. Clay. Wie viel wolltest du noch für das Großreine machen ausspucken? 15.000. Ah ja. Na fein. Dann schuldest du mir also 15.000. Und die schenke ich dir. Bin ein großzügiges Bübchen, ne? Ich trinke doch kein Wasser. Ich verzieh mich doch nicht mit dem schwindsüchtigen Geldtäschchen, das hast du dir so gedacht. Du hast doch Jareds Häschen. Genügt dir das etwa nicht? Erst eine volle Kasse, dann die Bettfüllung. Der goldene Schuss! Vergiss mal nicht! Einer wird gewinnen. Lass doch das Goldzüppchen, Bruder. Das ist ja nur ein Teufelsgericht. Wie recht du hast, und das löffelst du in der Hölle aus. Der Hinkefuß wird's dir persönlich servieren. Na los, jetzt solltest du mal deine Kugeln zählen. Lange wird dein Vorrat nicht reichen. Alle gezählt? Ja, damit komme ich gut über den Winter. Na, Schützenkönig, dann kann ich ja jetzt weitergehen. Denk dran, miese Peter. Wenn du mich umlegst, findest du deine Goldstücke nie wieder. Ich bin ein klasse Finder. Du Donner, jetzt hat er die Bleipillen alle verpulvert. Ende der Kletterstange. Und nun weg mit der Kanone. Die nützt dir jetzt doch nicht mehr allzu viel. Und dir nützt dein Gewehr nichts mehr, Sylvester Sheriff. Niedlich seht ihr aus. Zum Abküssen. Hey, Schmalspurmönch. Sag mir, wo du unser Gold versteckt hast. Dann putze ich dir diesen Halunken vom Hals. Da irrst du dich aber, Jared. Er hat das Gold. Wenn du ihn auspustest, sind wir alle angeschmiert. Nicht gelogen, Jared. Das Gold hat Django geschluckt. Knall ihn ab und dann machen wir beide die große Teile. Ja.
hier! Was ist denn hier los? Einer von den beiden hat das Gold. Wir müssen sie von allen Seiten angreifen. Beeil dich, bestell das den anderen. Okay. Seid ihr ja wieder, meine lieben Goldkimmelchen. Ha ha ha!
Sterntalerchen. Sich Regen bringt Gold sehen. Did you ever see a preacher rob a bank and run like me? Well, holy smoke, what a joke that turned out to be. All that blew up all my money with a most unholy din. And no, that gold blew up all my money with a most unholy din. And no, that gold was blown sky high. But gold, my family, nothing but a mortal sin. Warum hast du mich so lange im Käfig schmoren lassen, hä? Did you ever see a preacher rob a bank and run like me? Well, holy smoke, what a joke that turned out to be. All that blew up all my money with a most unholy din. And no, that gold was blown sky high.